Am 7. Juni 1778 kommt in London George Bryan zur Welt, der später den Namen Beau Brummel annehmen wird. Er ist der Sohn eines Sekretärs, dem es gelungen ist, eine günstige Heirat zu machen. Nachdem George seine Studien ohne großen Erfolg zuerst in Eton und dann in Oxford abgeschlossen hat, zeigt er bereits außergewöhnliche Sorgfalt für seine Erscheinung und seine Eleganz. Brummel ist überzeugt, dass nur ein hervorragendes Äußeres die Karriere eines Mannes unterstützen kann. Er ist erst 15 Jahre alt, als seine raffinierte Erscheinung das Auge des Prinzen von Wales fesselt. Sie treffen einander in Green Park und es ist die erste Zusammenkunft zwischen dem Urbild des Dandy und dem späteren König Georg IV. Daraus entsteht eine Freundschaft, die durch viele Jahre dauert und die den ambitionierten Brummel in die höchste Gesellschaft Londons einführt. Beau Brummel wird von den Frauen vergöttert und von den Männern zum Vorbild genommen. Er wird bei Hof empfangen. Auch die exklusivsten Clubs öffnen ihm ihre Pforten. Er ist schön, unverschämt und geistreich. Eine große Selbstsicherheit ermöglicht es ihm, ein brillantes Leben zu führen. Der Prinz von Wales verleiht ihm das Offizierspatent als Kornett in seinem Leibregiment und schon mit 18 Jahren wird er zum Hauptmann befördert. Die Kunst, mit der er die Krawatte schlingt, ist seine größte Sorge. Jeden Morgen erscheinen die Freunde, um bei diesem Akte zu assistieren. Es ist jedes Mal ein Augenblick der Spannung, wenn der Moment der Krawatte gekommen ist. Der Diener bringt sie auf ausgestreckten Händen ins Zimmer und vor dem Spiegel schlingt sein Herr sie mit unnachahmlicher Grandezza um den Hals. Die Zeremonie geht dadurch zu Ende, dass der Diener ein kleines Bügeleisen zur Hand nimmt und eventuell entstandene Falten glättet. Brummel verschwendet das Vermögen, das er von seiner Mutter geerbt hat, bei Luxus und Spiel. Er ist der Freund der kinderreicher Lords, die man heute Playboys nennen würde, und Kompagnon der königlichen Hoheiten. Er hält sich eine Zeit lang durch das Hasardspiel über Wasser und vergisst regelmäßig, seine Schulden zu bezahlen. Weder der Hutmacher, noch der Schneider, noch der Tabakhändler, die ihm alle große Reklame verdanken, wagen es, ihm die Rechnung zu unterbreiten. Georg IV. Allerdings weist ihm eines Tages nach einem Wortwechsel die Türe. Das ist der Beginn des Unglücks, denn, verfolgt von seinen Gläubigern, muss Brummel aus London fliehen und lässt sich in Calais nieder. Georg IV. Rettet ihn einige Jahre später, indem er ihn zum englischen Konsul in Caen ernennt. Beau Brummel ist nun 52 Jahre alt, immer noch schön und eindrucksvoll und zum ersten Mal in seinem Leben verliebt er sich unsterblich. Seine Liebe wird aber von der 15-jährigen Helena nicht erwidert. Die Affäre ruft einen Skandal hervor. Brummel verliert seine Stellung und wird ins Gefängnis gesteckt. Nachdem man ihn nach einiger Zeit wieder entlassen hat, überfällt ihn eine Art Größenwahn. Er erleidet einen Schlaganfall und man steckt ihn ins Irrenhaus. Beau Brummel stirbt dort kaum 60 Jahre alt, von allen vergessen.